Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute mal ein informatives Video zur Klasse 45. Wie ihr alle wisst, werden Waren und Dienstleistungen bzw. Wortmarken oder Wortbildmarken, Logos oder was man sich so gerne eintragen lassen möchte, nach Klassen eingetragen. Das heißt, man bekommt den Markenschutz nicht grundsätzlich für alles, was es da draußen gibt, sondern man muss tatsächlich festlegen, welche Waren und welche Dienstleistungen eben mit dieser Marke geschützt werden soll. Ich sage mal ein Beispiel, damit ihr das gleich besser versteht. Wir nehmen mal die Marke Focus. Focus ist eine Marke, eine Typbezeichnung von Ford und ist natürlich eingetragen für die Klasse 12, heißt Fahrzeuge, Herstellung von Fahrzeugen und ohne dass ich jetzt geguckt habe, ich glaube auch für eben die ganzen Reparaturdienstleistungen. Ihr kennt aber auch alle den Focus Verlag, das heißt die Marke Focus ist auch eingetragen für Verlagsdienstleistungen. Und es gibt auch ganz viele andere Fokusmarken. Entscheidend ist, dass die nicht ähnlich sind, verwechslungsfähig sind und dass die eben in anderen Klassen eingetragen ist. Und so können eben bekannte Marken auch in unterschiedlichen Klassen von unterschiedlichen Unternehmen parallel existieren. Lange ausgeholt, jetzt kommen wir mal zur Klasse 45. Denn es gibt insgesamt 45 Klassen und die Klasse 45 ist nicht nur die letzte so rein von der Chronologie, wenn man bei 1 anfängt, sondern das ist eine spezielle Klasse. Ich lese mal kurz vor, was das Klassenregister sagt. Die sagt also juristische Dienstleistung, Anwälte, klar. Dann aber auch Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen und von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistung betreffend individuelle Bedürfnisse. Ja, das ist schon mal wieder schön beamtentechnisch formuliert. Ich löse das mal auf. Also die Klasse 45. Dort kommen rein Konfliktlösung und Mediation, Begleitung von Personen als Gesellschafter bzw. Einkaufsdienste, Brandschutzberatung, Sicherheitsdienste, Arbeitsschutzberatungen, aber auch astrologische Beratung, Kartenlegen, Dienstleistung einer Hellseherin, Tarot und Trauerdienste und auch Eheberatung. Das ist doch eine ganz spannende Klasse, ein Sammelsurium, würde ich das mal nennen, alles was vorher in die anderen 44 Klassen nicht reingepasst hat. So, und dazu habe ich auch ein paar Beispiele aktuell bei uns aus dem Portal. Wir haben die Marke Jobkandidat. Das ist eine schöne Wortbildmarke. Die ist noch in den Klassen 35, viele Beratungsdienste drin, aber auch 41 Workshop-Seminare, Klasse 42 und für die Klasse 45 eingetragen und wird dem zufolge auch mit den ganzen Domains verkauft, die da mit dabei sind. Es sind insgesamt 30 Domains, also ein wunderschönes Paket. Marken und Domains, umfangreiche Klassen, umfangreiche Domains und eingetragen seit 2006. Ja, das ist eine interessante Marke. Des Weiteren für den Bereich Sicherheitsdienste, der Begriff Argus hat man schon öfter mal gehört. Argus als Wach- und Schließ- und Sicherheitsdienst. Argus ist eine Marke, die aktuell im Markt sehr bekannt ist, in Deutschland und der Schweiz, mit der in den letzten Jahren über 10 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet wurde und die jetzt aufgegeben wird. Die Marke ist auch eingetragen seit 1995, also auch da habt ihr eine Marke, mit der ihr richtig loslegen könnt. Und die letzte von den Marken, die ich da in der Klasse vorstellen will, bei uns aus dem Portal, ist die Marke Ein Herz für alle. Diese Marke ist relativ neu eingetragen, 2017 für die Klassen 35 und 45 und kann auch sofort übertragen, eingesetzt und verwendet werden.
Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Kurzer Abriss zur Klasse 45 und dass wir auch Marken in der Klasse 45 haben. Ihr könnt bei uns im Portal auch nach Klassen suchen. Das heißt, wir haben die Suchfunktion, wenn man im Menüpunkt Marke ist bei uns, klappt der da unten auf und dann kann man dort tatsächlich nach der Markenart suchen. Klar, Wortmarke oder Wortbildmarke. Man kann über den Preis suchen. Man kann natürlich auch suchen nach Marken mit und ohne Domains. Man kann nach dem Geltungsbereich, also eine deutsche Marke, EU-Marke, eine international eingetragene Marke oder vielleicht sogar eine USA-Marke suchen. Aber zu unseren Suchfunktionen mache ich mal ein eigenes Video. Und natürlich nach den Markenklassen. Das heißt, ihr könnt in der Klasse 3 Kosmetik, Klasse 5 Nahrungsergänzungsmittel, Klasse 12 Fahrzeuge, Klasse 25 Textilien, was auch immer, könnt ihr schön sortieren. Gut. Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Schön, dass ihr reingeschaut habt und mir zugehört habt, was ich heute wieder mal so zum Besten gegeben habe. Lasst mir schnell ein Like da, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und natürlich auch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Video. Servus!